Doch die wahren Schätze Britanniens liegen hier in der Erde begraben. Kohle, Blei, ja sogar Zinn haben maßgeblich zur Entstehung des heutigen Britannien beigetragen. Doch besonders ein Mineral hier in der Erde hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ein Metall mit fast magischen Eigenschaften. Es wird nicht matt, es verblasst nicht und es ist nahezu unzerstörbar. Die Rede ist von Gold. Gold untermauert die Weltwirtschaft, krönt triumphale Erfolge und symbolisiert Reichtum und Luxus. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Preise vervierfacht und so ist Gold heute eins der wertvollsten Metalle der Erde. Überraschender ist hingegen Britanniens goldenes Vermächtnis. Von den alten Kelten, die ihren Göttern Opfergaben brachten, bis hin zu den Eheringen der heutigen Königsfamilie. In Britannien spielte Gold immer schon eine wichtige Rolle. Und es ist heute noch im Gestein von Schottland bis Devon und von Wales bis Nordirland zu finden. Britannien steht kurz vor einem neuen Goldrausch, also begebe ich mich auf Schatzsuche. Einmal quer durch das Land und in die Vergangenheit. Ich will herausfinden, wie das Gold hierher gelangt ist und wie es die Landschaft und Geschichte Britanniens weiter prägt. Seit über 4000 Jahren spielt Gold in Britannien eine bedeutende Rolle. Sogar die alten Briten assoziierten den goldenen Glanz mit den Strahlen der Sonne. Dabei ahnten sie gar nicht, wie sehr Gold und die Sonne wirklich zusammenhängen. Denn vor Milliarden von Jahren bildete sich neben anderen Schwermetallen auch Gold, als ein Stern ähnlich unserer Sonne im Sterben begriffen war. Als der Stern explodierte, wurden Billionen winziger Goldpartikel durch unser Sonnensystem katapultiert. Die Frage lautet, wie gelangte dieses neu entstandene Element von einem sterbenden Stern als Edelmetall in britisches Felsgestein? Die Antwort liegt in der Geburt des Planeten Erde. Nach dem spektakulären Ende des vorzeitlichen Sterns wurden die ausgeworfenen Goldpartikel im Innern des neu gebildeten Erdgesteins eingeschlossen. Nach Jahrmillionen Entstehungsgeschichte war die neue Erde buchstäblich mit Gold gesprenkelt. Doch heute sitzt fast das gesamte Vorkommen tief im Erdkern eingeschlossen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über 99% allen Goldes der Erde, also Milliarden von Tonnen, weit außerhalb unserer Reichweite liegen. Was wirklich schade ist, denn kämen wir an dieses edle Metall ran, könnten wir die gesamte Erdoberfläche mit einer 40 cm dicken Goldschicht bedecken, was sicher ganz hübsch aussehen. In Wahrheit liegt das meiste jedoch so tief verborgen, dass wir nur einen winzigen Teil gewinnen könnten. Da frage ich mich, wie wir überhaupt welches finden wollen. Doch ehe ich mich auf die Suche nach Britanniens Gold begebe, um zu verstehen, wie es die Insel geprägt hat, muss ich zuerst mehr über die gigantischen geologischen Ereignisse erfahren, durch die sich die winzigen Goldpartikel in minenfähige Ablagerungen sammelten. Meine Reise beginnt im walisischen Snowdonia. In dieser kargen Landschaft, die sich über Jahrmillionen durch gewaltige Vulkanausbrüche formte, verbergen sich Hinweise darauf, woher das Gold Britanniens stammt. Mein erster Stopp ist der Dinorwig-Steinbruch im Norden von Wales. Ich suche dort aber nicht nach Gold, sondern danach. Ein Gestein, das die hiesige Landschaft geprägt hat. Schiefer wird in Wales manchmal auch graues Gold genannt. Für die hiesige Wirtschaft war er seit der Römerzeit von enormer Bedeutung. Entstanden ist das Gestein bei einem geologischen Ereignis, das vor Jahrmillionen die Erde erschüttern ließ. Die gigantischen Ausmaße dieses Ereignisses waren Auslöser für die Geburt Britanniens. Doch das Ereignis ließ nicht nur das heutige Britannien entstehen, es bildeten sich dabei auch viele unserer Goldvorräte. Damit ich mir eine Vorstellung von den Kräften machen kann, die damals am Werk waren, treffe ich die Geologin Hazel Pritchard von der Universität in Cardiff, deren ansteckender Enthusiasmus vielleicht gerade etwas mit ihr durchgeht. Denn Hazel zeigt mir kein Gold, sondern versteinerte Meerestiere, 450 Millionen Jahre alt. Die habe ich gerade gefunden. Das sind Graptoliten. Die stecken hier in diesem Schiefergestein? Ja, kleine Kolonien, die einmal in diesem Ast gelebt haben.
Solche Graptoliten sind der Beweis, dass sich hier einst ein riesiger Ozean befand, der Iapetus. Der Schiefer war früher der schlammige Meeresboden, der durch den immensen Druck zu Stein wurde, als zwei Kontinente aufeinander prallten. Um Schlamm in Stein zu verwandeln, braucht man doch irrsinnig viel Kraft. Richtig. Zwei Kontinente, England, Wales und Schottland und Irland, prallten aufeinander. Das Sedimentgestein wurde ausgequetscht und brachte diesen erstaunlichen Schiefer hervor. Dieser Zusammenstoß der Erdteile geschah vor über 400 Millionen Jahren und die Auswirkungen auf die Landschaft sind noch heute offensichtlich. Aber was ist mit unserem Gold? Liegt es nun tief im Erdinnern, außer Reichweite? Das meiste schon. Aber irgendetwas bei diesem monumentalen Ereignis ist geschehen. Einige von diesen seltenen Goldpartikeln sammelten sich an einem Ort, wo die Menschen es später finden und in Minen fördern konnten. Um das zu sehen, fahren Hazel und ich weiter Richtung Süden. Durch den Iapetus ist dieses Gebiet heute reich an Schiefer. Doch der Ozean schenkte den sanften Hügeln im südlichen Wales etwas noch viel Wertvolleres. Er schuf die perfekten Bedingungen, damit sich im Gestein Gold lagern konnte. Das ist die Dolaucothi Mine, heute beliebtes Ausflugsziel im schönen Carmarthenshire. Vor über 2000 Jahren war dies eine der ertragreichsten Goldminen Britanniens. Doch bevor ich mir die Beweise dafür ansehen kann, will mir Hazel unbedingt zeigen, was der Zusammenprall der Kontinente mit dem örtlichen Gestein gemacht hat. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Iapetus lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Naja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde. Hier sind nur zwei Schichten, aber die stehen für die Hunderten von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Ausmaße millionenfach gigantischer gewesen wären und eine Million mal länger gedauert hätten. Wie heute der Himalaya. Der erhebt sich auch immer noch ganz langsam, genau wie hier. Sie wollten das unbedingt sehen, nicht? Hier ist sogar eine ganz dicht zusammengepresste Doppelfalte, genauso wie hier in Dolaucothi. Fantastisch. Hier unten passiert genau das Gleiche wie da oben. Aber die Falten an sich interessieren uns weniger als die Spalten, die beim Umklappen der Schichten entstanden sind. Und die sieht man, wenn man hier reingeht. Dieser enge, feuchte Bergstollen ist nur einer von Dutzenden in dieser Mine. Er führt über mehrere hundert Meter in den Berg hinein und bietet einmalige Einblicke in die Arbeit der Minenleute, die das Gold zutage förderten. Diese gelben Flecken sind ein gutes Zeichen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Es sind die Rückstände einer kochend heißen Flüssigkeit, einer Art Mineralsuppe, die vor über 400 Millionen Jahren tief aus dem Innern der Erdkruste nach oben stieg. Die Flüssigkeit stieg 5 Kilometer weit durch die Spalten in den Falten nach oben. Dabei lösten sich Minerale und veränderten das Gestein. Heißt das etwa, hier in der Nähe liegt Gold? Ja, hier drüben ist ein Tunnel, wo wir uns ein paar Adern ansehen können. Genau nach diesem weißen Gestein haben wir gesucht. Eine Quarzader. Es wurde aus der heißen, siliziumhaltigen Flüssigkeit ausgeschieden. Darin lagerte sich Quarz ein, aber auch arsenhaltiges Eisen und Gold. Überall, wo sich das Sedimentgestein draußen in Falten legte, entstanden Spalten, durch die heiße Flüssigkeit hochstieg, die verschiedene Metalle beinhaltete. Genau. Auch Gold? Ja. Und wo ist das Gold jetzt? Nun, das Enttäuschende an der Sache ist, meistens ist Gold für das bloße Auge unsichtbar, weil es aus winzigen Partikeln besteht, von denen 200 etwa so groß sind wie ein Stecknadelkopf. Aber es ist wirklich da. Also werfen wir mal einen Blick auf das Gold Britanniens.
Hier haben wir es. Unsichtbares Gold, eingeschlossen in steinharten Quarzadern, tief unter der Erde. Und dort blieb es für hunderte Millionen Jahre, bis eine überaus intelligente, aber auch rücksichtslose Zivilisation vor über 2000 Jahren hier einfiel. Für Britanniens Gold macht sie sich vor nichts halt. Im Süden von Wales suche ich nach dem Gold Britanniens. Gold aus Wales gilt als besonders wertvoll. Und wie beim Angeln muss man zuerst einmal wissen, wo man nach dem Gold suchen muss. Die Römer entdeckten bei ihrer Invasion nicht nur riesige Mengen Gold rund um Dollar Café, sie hatten auch eine äußerst clevere Idee, um an das Gold heranzukommen. Mit Hilfe des Flusses Coffee. Mit dem Wasserstrom besaßen die Römer eine nahezu unerschöpfliche Kraftquelle, mit der sie die unterirdischen Schätze nach oben fördern konnten. Doch weil der Fluss über 11 Kilometer von der Mine weg ist, fahre ich zurück nach Dollar Cothy und treffe dort Mineningenieur und Römerexperte Ed Percy, der mir erklären wird, wie sie das anstellten. Wann waren die Römer hier? Sie kamen ca. im Jahr 74 und blieben für rund 50 Jahre, bis sie den Ort um 126 wieder verließen. Was dann geschah, wissen wir nicht, aber eine Besetzungsdauer von 50 Jahren ist doch ziemlich kurz. Wie haben Sie das Wasser für die Mine genutzt? Das meiste sehen Sie hier, das waren die Ufer und das dort ist ein Wassertank. Das Wasser kam 12 Kilometer weiter aus dem Tal. Die Römer leiteten den Fluss mithilfe eines komplexen Netzes aus Aquädukten um. Das gespeicherte Wasser wurde verwendet, um die mit Gold angereicherten Quarzadern freizulegen. Die obere Erdschicht wurde verbrannt, die Bäume gefällt. Riesige Wassermengen wuschen das Gestein aus und legten die Adern frei. Wie viel Wasser? Fast 10 Millionen Liter Wasser pro Tag. Die Landschaft muss danach ja verwüstet gewesen sein. Oh ja, hier war nichts mehr, keine Bäume, das reizte Brachland. Die Methode, Gold mit Wasser zu fördern, war revolutionär und wurde über Jahrtausende beibehalten. Wasserminen, die mit Hochdruckdüsen arbeiteten, fachten im 19. Jahrhundert den Goldrausch in Kalifornien an. Noch heute wird in Großbritannien das Mineral Kaolinit mit Wasser gefördert. 10 Millionen Liter Wasser rauschen hier den Hügel hinunter. Das muss schon ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Doch als alles Gold aus den Quarzadern an der Oberfläche gewonnen war, hörten die Römer nicht etwa auf. Sie fingen an zu graben. Dieser Tunnel wurde einst von den Römern gebaut. Von unten sieht man, dass der Tunnel quadratisch ist. Vor über 2000 Jahren von Hand gegraben, zieht sich der Schacht bis hunderte Meter in den Berg hinein. An der Decke sieht man noch die 2000 Jahre alten Spuren der Minenarbeiter. Fantastische Arbeit. Doch der Eingang ist nichts im Vergleich dazu. Gigantisch. Hier war eine riesige Quarzkammer, die fast komplett von den Römern abgetragen wurde. Solche Kammern gibt es in der Gegend überall. Aber sie hatten doch keinen Sprengstoff. Wie haben sie die Steine rausgeschafft? Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt eine Brenntechnik, bei der Feuer an einem Felsen gelegt wird, bis der Stein glühend heiß ist. Dann wird er mit Wasser übergossen, wodurch er explosionsartig zersplittert. Das Eisenerz wurde entfernt und die Steine mit Hilfe von wasserbetriebenen Hämmern zerschlagen. Zum Schluss wurde das Gold herausgewaschen. Zu Barren geschmolzen finanzierten die Römer ihr immer größeres Reich, unter anderem mit dem Gold aus Wales. Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend es vor 2000 Jahren gewesen sein muss, das ganze Gold zu gewinnen, vor allem ohne moderne Maschinen oder Sprengstoff. Das sind ja Unmengen. Für eine Unze Gold hätten die Römer dieses ganze Gestein und wahrscheinlich noch mehr heraushauen müssen. Man schätzt, dass sie etwa 1,5 Tonnen Gold zutage förderten. Dafür hätten sie umgerechnet 5,5 Millionen dieser Container hier vollmachen müssen. Nach etwa 50 Jahren legten die Römer die Dollar Coffee Mine still und trotz eines kurzen, wieder aufgeflammten Goldrausches im 19. und 20. Jahrhundert hat hier keiner mehr so viel Gold gefunden wie damals. Scheinbar kannten die Römer die örtliche Geologie derart gut, dass nach ihnen das gesamte Vorkommen aufgebraucht war. Die Römer haben sehr hart für ihr Gold geschuftet, aber manchmal hat die Natur ein Herz und legt uns das Gold direkt in den Schoß. Ich fahre weiter zu den Southern Uplands, ein Bergland im südlichen Schottland. Auch hier schufen die Ereignisse von vor 400 Millionen Jahren perfekte Bedingungen für wertvolle Minerale im Überfluss. Wir sind hier in Wanlock Head. Es ist nicht nur das höchstgelegene Dorf in Schottland, es liegt auch mitten in einer Gegend, die auch die Schatztruhe Gottes genannt wird. Es gibt hier jede Menge Kupfer, Blei und Zink und man findet hier auch einige Bleiminen. Aber wie steht's mit Gold?
Die Frage wird mir ein Geologe beantworten. Das ist es. Ja. Nur anders als in Wales liegt das Gold hier nicht unter Tage, sondern unter Wasser. Wir suchen nach sogenanntem Seifengold, was sich nicht auf die Art des Goldes bezieht, sondern auf den Fundort. In diesem Fall sind es die Kiesel und Steine in diesem Flussbett. Weil es sehr dicht ist, sinkt das Gold auf den Grund. Wir suchen in den Spalten, wo es, wenn es einmal drin ist, nicht mehr herauskommt. Wenn wir also unten auf dem Flussbett ein paar Kiesel sammeln, könnte ein bisschen Gold dabei sein. Klingt simpel. Und mit dieser riesigen Fahrradpumpe kann eigentlich nichts schiefgehen. Es kommt wieder raus. Sie müssen es ziehen und dann rein. Tja, gewusst wie, ist alles leicht. Ich kam mir eben ziemlich ungeschickt vor. Das Gold stammt aus den Quarzadern in den Bergen. Durch Erosion gelangt es schließlich bis hier in den Fluss. Mit ein bisschen Glück ist der Eimer gleich nicht nur voll mit Steinen, sondern enthält auch ein paar Spritzer Gold. Ich dachte, ich hätte gerade etwas glitzern sehen, aber es war nur die Sonne. Schade, ich war schon ganz aufgeregt. Mittlerweile müsste ich eigentlich wissen, dass es nicht ganz so schnell geht. Ich komme hier schon ganz schön ins Schwitzen, also wie geht das jetzt? Halten Sie die Schüssel unter Wasser und dann hin und her schütteln, dass alles schön in Bewegung kommt. Nicht nur oben, das schwere Gold muss nach unten. Ich dachte, das wäre nur ein Klischee aus Filmen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich so macht. Bei mir ist alles Schwere nach oben gestiegen. Das Schwenken dient dazu, die Bewegung des Flusses nachzuahmen. Das schwere Gold purzelt über das Flussbett, bis es in ruhigeres, langsameres Gewässer kommt, wo es vom Flussstrom weg auf den Boden sinkt. Das Gold, das wir aus dem Fluss filtern, stammt vom Quarz aus den Bergen. Es fließt hier runter und lässt sich dann in den Spalten an den Flusskurven nieder. Goldsucher behaupten, Gold liegt immer da, wo Wasser fällt. Aber sind sie damit wirklich reich geworden? Nein, dafür reicht es nicht. Früher kam es in Schottland ein paar Mal zu einem Goldrausch, aber es gibt nicht genug, dass jemand davon leben kann. Meinen Job würde ich vielleicht nicht an den Nagel hängen, aber es fängt langsam an, Spaß zu machen. Ja, läuft doch. Das sollte reichen. Und woher weiß ich jetzt, ob da Gold drin ist? Das kann ich Ihnen sagen. Da ist schon ein bisschen. Was, wirklich? Und Sie veräppeln mich nicht? Nein, Gott bewahre. Hier, bitteschön. Ich habe wirklich Gold gefunden. Damit werde ich zwar nicht reich, aber zumindest hat sich die Mühe gelohnt. Bei solchen Demonstrationen findet sonst nie einer was, aber ich schon. Echtes Gold. Manchmal ist es nur Katzengold, aber das ist echt. Nein, ich bin steinreich. Es ist etwa so groß wie ein Mitesser. Es ist Knochenarbeit. Aber diese Methode des Schale herumschwenkens ist noch immer der einfachste Weg, Gold zu finden. Ich befürchte nur, dass mein Goldstück nicht viel zu unseren Goldreserven beitragen wird. Mein Fund mag zwar kaum der Rede wert sein, dafür hat sich Rob mit seinem Wissen ein hübsches Sümmchen zusammengesammelt. Der große hier war leider nur ein einmaliger Fund. Mit dem heutigen Goldpreis würde Rob ein paar hundert Pfund für diesen Nugget bekommen, aber mir ist klar, dass es ihm nicht um das Geld geht. Was dachten Sie, als Sie den gefunden haben? Ich dachte, es wäre Quarz. That's great, isn't it? Im Grunde sind es ja bloß Steine, aber ich freue mich wie ein kleiner Junge. Man hat was in der Hand, sonst ist nicht so schwer. Heute sind es nur noch Hobby-Goldsucher, die das meiste Gold in der Gegend finden. Aber 640 Kilometer weiter südlich, auf der anderen Seite der Insel, hat die dortige Geologie ein Goldvorkommen geschaffen, das so wertvoll und so ungewöhnlich ist, dass sie eine neue Generation von Goldsuchern hervorgebracht hat. Ist das nicht schön hier? Für mich ist es eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Und obwohl diese Gegend nicht viel mit den Goldgräberorten in Wales und Schottland zu tun hat, liegt in diesem Teil von Devon aufgrund der besonderen Geologie derart viel seltenes und schönes Gold, dass es wertvoller ist als sein Unzenwert. Und es stimmt wirklich. Dieses wunderschöne Federngold ist geformt wie Kristalle und damit eine der seltensten Goldformationen überhaupt. Stücke wie diese in unbearbeitetem Zustand haben hohen Sammlerwert und erzielen Preise von Tausenden von Pfund. Und wie auch die Küste von Devon verdankt dieses Gold seine Schönheit einer einmaligen Geologie. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, machte es der Mineraloge Sir Arthur Russell berühmt.
Das Gold in Devon, wie auch in Wales und Schottland, entstand, als ein heißer, mit Gold angereicherter Strom in die Ritzen des Kalkgesteins sickerte. Doch obwohl der Vorgang der gleiche war, so war es doch ein völlig anderes Ereignis, das die Formation auslöste. Vor 100 Millionen Jahren bildete sich dank des Iapetus-Ozeans nicht nur Devons einmaliges Gold, sondern auch seine charakteristische Landschaft. Ich will herausfinden, was damals geschah und was heute getan wird, um Devons wertvollsten Schatz zu schützen. Diesen Teil meiner Reise lege ich per Schiff zurück, zusammen mit Mineraloge Alan Hart vom Londoner Naturkundemuseum. Wir machen einen kurzen Abstecher zu einem kleinen Felsen namens Hope's Nose. Hier hat Alan die letzten 1,5 Jahre verbracht und das Gold und dessen Verbindung zur Devonschen Geologie studiert. Wir haben sehr hart auf Hope's Nose gearbeitet, um herauszufinden, wie sich die Ablagerungen gebildet haben. Sie sind nicht nur einmalig in Großbritannien, sondern weltweit. Es gibt nur 5 oder 6 weitere Arten, die Minerale enthalten. Bei unserer Ankunft auf Hope's Nose sind wir umgeben von Devons charakteristischen hohen Kalkfelsen, die sich einst wie Schiefer als Sedimentgestein am Grund eines urzeitlichen Ozeans bildeten. Dieses Gestein besteht nicht aus zusammengepresster Erde. Es sind die Überreste Billionen winziger Meerestiere. Ihre Muscheln aus Calciumcarbonat sanken nach ihrem Tod auf den Meeresgrund, wo sie zu einer zementfesten Masse wurden und sich zu diesen Gesteinsschichten auftürmten. Alles, was wir hier sehen, sind also Meerestiere, die vor 390 Millionen Jahren gelebt haben. Die Fossilien lassen darauf schließen, dass das Meer einmal viel wärmer war als der eisige Ärmelkanal heute. Schauen Sie mal hier. Das ist unglaublich. Ja, fantastisch. Ein versteinerter Meeresboden. Das waren alles Meerestiere. Ja, das hier waren mal Korallen, die früher in warmen Gewässern lebten. Faszinierend. Es sieht aus, als könnte man sie mit dem Finger herauspulen, aber sie sind wirklich Teil des Gesteins. Es ist einfach überall. Wirklich spektakulär. Die Beweise zeichnen das Bild einer idyllischen Landschaft mit einem warmen, seichten Meer, hübschen Korallen und einer reichen Unterwasserwelt. Vor 300 Millionen Jahren war es mit der Idylle jedoch vorbei, mit der Entstehung des Superkontinenten Pangaea. Damals gab es noch keinen Ärmelkanal und das, was wir heute als Nordfrankreich bezeichnen, prallte auf das südliche England. In diesem warmen Ozean drückten hohe Berge nach oben, die nicht nur die wunderschöne Südwestküste Englands formten, sondern auch einen Prozess in Gang setzten, bei der heiße, goldangereicherte Flüssigkeit in die Ritzen des Kalkgesteins sickerte und das einmalige Gold von Devon hervorbrachte. Unique gold was born. Durch dieses sogenannte seismische Pumpen, das sich über Millionen von Jahren fortsetzte, kam immer mehr Gold an die Oberfläche. Was mich aber interessiert ist, warum das Gold hier nicht die sonst typischen Klumpen bildet, sondern diese Form eines Farnblatts hat. Das Gold wurde sehr schnell kristallisiert. Es ist, als würden sie an einem kalten Wintermorgen Wasser auf die Windschutzscheibe gießen. Dann bilden sich plötzlich diese farnartigen Eisformationen. Genau das ist auch mit der Flüssigkeit passiert, die mit Gold angereichert war. Sie stieg an die Oberfläche, kühlte dort sehr schnell ab und nahm diese farnähnliche Struktur an. Wie schon in der Mine in Wales ist das Gold mit bloßem Auge kaum zu sehen. Es liegt eingeschlossen in den Adern von steinhartem Kalzit. Und erst wenn man das Gestein mit starker Säure auflöst, wird das Gold von Devon in seiner ganzen Pracht sichtbar. Dieses wunderbare Exemplar ist eins von Russells Originalfunden, das heute viele tausend Pfund wert ist. Als die Menschen erfuhren, dass auf Hope's Nose Gold zu finden ist, kam es zu einem mittleren Goldrausch. Aber hier kann man keine Mine bauen, also haben die Leute improvisiert. Ja, sie haben mit Pickeln und Hämmern den Stein herausgeschlagen. Das hier ist die Ader, wo Russell sein Gold gesammelt hat. Danach kam einer mit einem großen Bohrer und hat versucht, noch mehr herauszuholen. Das heißt, der ganze Fels ist bedroht. Ja, absolut. Wir versuchen, das restliche Vorkommen für die nationale Sammlung zu retten, damit sich erforschen lässt, wie sich das Gold gebildet hat. Als Höhepunkt nach über 18 Monaten Arbeit werden Alan und sein Team heute die letzten noch bekannten Goldvorkommen gewinnen. 1,5 Jahre sind wir mit Lupen hier stundenlang auf unseren Knien rumgerutscht, um herauszufinden, ob in den Ablagerungen überhaupt noch Gold ist. Ja, es gibt noch welches. Sehen Sie hier, diesen schwarzen Punkt. Das ist ursprüngliches Gold in Kalzit. Ich gebe Ihnen einmal eine Lupe. Wenn Sie nah genug rangehen, können Sie es hoffentlich sehen. Das hier ist einer der wenigen Orte in Großbritannien, wo man Gold noch in natürlicher Umgebung sehen kann. Das kann doch keiner mit bloßem Auge erkennen. Wenn es das Auge einmal wahrgenommen hat, ist es ganz einfach. Was wir nicht wissen, ist, ob das Gold noch tiefer geht und womöglich noch ein ganzer Klumpen hier drin steckt. Faszinierend. Ja, wirklich. Es ist also entweder ganz winzig oder nur die Spitze des Goldbergs.
Es ist schon eine faszinierende Vorstellung, dass Gold seit über 300 Millionen Jahren in diesen Felsen gefangen steckt. Doch mit Hilfe einer Diamantenkettensäge ist es nach nur 3 Minuten befreit. Aber ein klein bisschen enttäuscht bin ich doch, denn für mich sieht es immer noch aus wie ein gewöhnlicher Stein. Doch Alan scheint zufrieden. Man hat ja doch immer diese romantische Vorstellung, dass man den Stein rausschlägt und dann diesen fantastischen Goldfund macht. Dabei steckt das Gold im Kalzit. Wenn das Gestein einmal aufgelöst ist, hofft Alan, das hier zu finden. Atemberaubendes, fast magisches Gold, das seit Jahrtausenden in den Felsen von Devon verborgen liegt. Doch auch das wäre erst der Beginn einer langen Untersuchung. Wir wollen das Gold nicht nur erhalten, sondern auch die gesamte Mineralogie untersuchen. Wir können uns die Flüssigkeit anschauen, durch die Gold entstanden ist. Und wir können geochemische Tests durchführen, um herauszufinden, wie sich dieses einmalige Goldvorkommen gebildet hat. Also kein Gold mehr, aber jede Menge Geologie. Ganz genau. Unser heutiger Goldfund wird im Naturkundemuseum aufbewahrt. Das Vorkommen hier ist nahezu erschöpft, also bitte lassen Sie Ihre Sägen und Sprengladungen zu Hause. Doch mit steigendem Wert suchen Goldgräber nach immer neuen Vorkommen und Britannien steht tatsächlich kurz vor einem sehr einträglichen Goldrausch. Die letzte Etappe meiner Reise führt mich in die Berge von Nordirland. In Irland hat Gold eine 4000 Jahre alte Tradition. Viele vermuten, die Artefakte aus der Bronzezeit wurden mit irischem Gold hergestellt. Doch mich interessiert heute der Goldrausch der Moderne, die sonst smaragdgrüne Insel in Gold taucht. Erst um 1960 fanden Wissenschaftler heraus, dass die Erde, wie wir sie heute auf der Landkarte sehen, durch Plattentektonik entstand. Alle Kontinente hatten sich langsam über die Erdoberfläche geschoben und waren dabei immer wieder zusammengeprallt und zerfallen. Dann fand man heraus, dass Nordirland einmal bei Neufundland mit Nordamerika verbunden war, wo es große Goldvorkommen gibt. Das Gestein war also auf beiden Erdteilen gleich. Wenn es also in Nordamerika Gold gab, warum dann nicht auch hier? In Carraginald, in der Nähe von Ormore, treffe ich einen Mann, der hier seit den frühen 1980er Jahren auf Goldsuche geht. Jeden Zentimeter dieser Berge hat er bereits durchforstet. Garth Earls ist Geologe beim Geological Survey of Northern Ireland. Hier in diesem Fluss machten er und sein Kollege eine aufregende Entdeckung. Garth fand nicht etwa Gold, sondern etwas viel Überraschenderes. Rost. Dieses Material entsteht vermutlich durch das Vorkommen von goldhaltigen Mineralien, aber vor allem durch ein Mineral, das man auch Katzengold nennt. Manchmal sieht man also diese besondere Eisenoxidation, dieses Eisenmaterial, und das ist dann meistens ein guter Ort, um zu suchen. Hoffentlich können Sie das Katzengold erkennen. Ja, das sehe ich mit bloßem Auge. Katzengold ist die volkstümliche Bezeichnung für Pyrit, das aussieht wie echtes Gold. Es ist überall. Für Goldgräber ist es jedoch wertlos. Doch neben Katzengold fand Garth auch noch echtes Gold in den Ablagerungen. Es könnte also doch noch Gold regnen. Je mehr Pyrit ein Stein enthält, desto höher ist der Goldanteil. Hier sind also auch winzige Goldstücke drin. Natürlich. Was mache ich jetzt damit? Sie können es behalten oder wegwerfen. Aber da ist doch Gold drin. Garths Unbekümmertheit mag ihre Gründe haben, denn er hatte etwas anderes entdeckt. Ihm fiel auf, dass der Fluss an einigen Stellen einen Knick machte. Und jedes Mal fand er dort Quarzadern mit Katzengold und echtem Gold. Der Strom kommt da nicht durch und nach 15 bis 20 Metern ändert er wieder seine Richtung. Wenn man sich das mal auf einer Karte ansieht, fällt auf, dass der Bach immer wieder eine Kurve macht und jedes Mal fanden wir Gold. Turns out to be associated with a gold vein. Hier haben Sie also zum ersten Mal gemerkt, dass Sie auf einer heißen Spur sind. Ja, wenn Sie den klein machen, finden Sie jede Menge Gold. Dieser Stein enthält also echtes Gold, gefunden in einem Bach in Irland. Richtig. Schon aufregend. Ja, genauso aufregend wie für jeden Goldgräber oder Geologen. Nach sowas suchen wir die ganze Zeit und wenn wir was finden, gibt es das einen richtigen Kick. Aber nur weil Sie ein paar Quarzadern gefunden haben, heißt das nicht, dass eine Mine gleich mehrere Millionen in die Hand nimmt, die man für eine größere Förderanlage braucht. Für derartige Beweise mussten Sie unter die Erde. Da lang? Immer den Fluss lang.
Dieser Sondierungsschacht wurde gegraben, nachdem Garth seinen Fund machte. Er verläuft direkt unterhalb des Bachs und reicht weit in den Berg hinein. Dieser Tunnel wurde richtig aufwendig gebaut. Warum? Weil wir beweisen mussten, dass die Ader hier weiterführt. Dieser Tunnel verläuft parallel dazu. Sie ist offenbar durchgehend und stark mineralisiert. Das ist gut. Da sieht man, dass die Ader fast komplett aus Pyrit besteht. Ein Sulfid, das echtes Gold enthält. Die ist ganz schön groß. Ja, die Ader ist hier über einen Meter breit und der Goldgehalt besonders hoch. Pro Gesteinstonne enthält das Material über 10 Unzen Gold. Aber wie heißt das alte Sprichwort gleich? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So hübsch es aussieht, dieses glitzerige Gestein ist nichts als Katzengold. Echtes Gold kann das bloße Auge gar nicht erkennen. Es sind winzige 20 Mikronen große Partikel, also ungefähr so breit wie ein Achtel von einem menschlichen Haar. Eine Mine müsste die Steine erst hochholen und dann zermalmen, um am Ende das hier zu bekommen. Goldstaub. Das kostet viel Zeit und Mühe, doch die scheint es wert zu sein. Dieses Gestein enthält Gold im Wert von ca. $10,000. Und der Minenleiter sagte mir, jeder kann es haben, sofern er es wegschaffen kann. Sehr großzügig, nur leider wiegt das Zeug fast eine Tonne. Ich komme vielleicht später nochmal wieder. Garth und sein Team schätzen, dass allein in diesem Berg mindestens 600.000 Unzen Gold zu finden sind. Das entspräche einem heutigen Goldwert von über 500.000 Euro. Aber selbst das ist wahrscheinlich erst die Spitze des Eis- bzw. Goldbergs. Wir wissen, dass 600.000 Unzen in der Mitte dieser Karte liegen. Aber es gibt auch noch viele weitere Adern. Hier drüben, hier, da unten. Bisher wurden fast 30 Adern gefunden und unsere Informationen beziehen sich nur auf 6 oder 7. In diesem Bereich liegt auch noch jede Menge Potenzial, genauso wie da und hier im Süden. Glauben Sie, in diesen drei anderen Bereichen könnte genauso viel Gold sein wie hier? Ja, es spricht eigentlich alles dafür. Wenn wir im Westen, Süden und Osten genauso erfolgreich sind, könnte zu den 600.000 Unzen noch beträchtlich mehr dazu kommen. Das wäre ganz schön viel Gold für einen einzigen Berg. Diese mögliche Goldgrube machte Nordirland zum meist untersuchten Land der Erde. Im sogenannten Talos-Projekt wurde 3 Jahre lang jeder Zentimeter Nordirlands vom Boden und aus der Luft erforscht. Was dabei rauskam, war das. Eine Art Schatzkarte des 21. Jahrhunderts. Die dunkleren Flecken sind die Orte, wo das meiste Gold vermutet wird. Doch der Entscheidungsprozess, wo gegraben werden soll, ist schwierig und kostspielig, denn die Fördermethode wird vom Goldanteil und der Art vom Terrain diktiert. Bisher erhielt erst eine Stätte die Genehmigung zu graben. Hier in diesen Vorkommen könnten ganze 14 Tonnen Gold verborgen liegen. Kein Wunder also, dass hier bereits tatkräftig nach dem mikroskopisch winzigen Gold gesucht wird. Meine Reise auf der Suche nach Britanniens Gold führte mich einmal längs und quer über die Insel. Und das ist mein letzter Stopp, ein riesiges Loch im Boden in der tiefsten nordirischen Provinz. Wir sind hier in Cavernacore, Britanniens neuester und einzig betriebener Goldmine. Ich gebe zu, ein großes Loch im Boden ist nicht unbedingt das schönste Ausflugsziel. Doch hier endet unsere Geschichte. Meine Suche nach Gold ist zwar noch nicht ganz vorbei, doch die Natur will ihre Schätze nicht so leicht hergeben. Wie soll man etwas fördern, das man gar nicht sehen kann? Die Antwort ist eine millionenschwere Operation, bei der tief in die Erde gegraben wird. Doch nicht etwa mit Tunneln und Schächten, sondern als Tagebau. Es muss ein riesiges Loch ausgehoben werden, obwohl die Quarzader gerade mal ein paar Meter breit ist. Nick Hardy ist der Leiter. Wie viel Gestein wird hier transportiert? Für eine Tonne Erz müssen wir etwa 60 bis 70 Tonnen ausheben. Und wie viel Gold steckt in einer Tonne Erz? Unser Erz, das wir der Mühle liefern, liegt bei etwa 7 Gramm pro Tonne. Und was kann man damit machen? 7 Gramm reichen für einen 18-karätigen Ehering. Also 60 Tonnen Stein für einen Ehering. Richtig. Das Erz zu extrahieren ist nur einer von vielen Prozessen, denn das unsichtbare Gold muss erst noch getrennt werden. Da drüben kommt das Erz. Und dafür muss man das Erz zerdrücken und zermalmen.
bis es schließlich blubbernd aus diesen Tanks kommt, die hydrophobischen oder wasserabstoßenden Eigenschaften von Gold nutzt, um die Goldpartikel von anderen Mineralen zu trennen. Und zum Schluss kommt das dabei raus, ein Sack feinstes Grau. Was ist da drin? Das ist ein Gemisch aus verschiedenen Mineralien, so wie sie in der Ader vorkam, nur konzentrierter. Pyrit in verschiedenen Formen, Blei, Gold und Silber. Diese Säcke gehen nach Kanada, wo das Gold schließlich herausgefiltert wird. Aber um die Reinheit und den Gehalt zu überprüfen, führen die Männer hier einen Brandprobentest durch. Brandprobe ist eine passende Bezeichnung für diesen Test. Denn die Temperatur in diesem Hochofen beträgt über 1100 Grad. Der Test ist zwar gefährlich, aber notwendig, weil damit nicht nur der Reinheitsgehalt des Goldes bestimmt wird und damit den Preis, den die Mine bekommt. Es ist doch das einzige Mal, dass die Arbeiter der Mine das Gold zu Gesicht bekommen. Und hier ist es, pures Gold aus Britannien. Über 400 Millionen Jahre alt, entfacht es nun einen neuen Goldrausch. Seit Beginn der Arbeiten hat die Mine über 15.000 Feinunzen Gold gefördert. Das entspricht einem heutigen Wert von über 100 Millionen Euro. Doch nicht alles Gold wird exportiert. Ein Teil wird für eigene Schmuckkreationen verwendet. Schmuck aus dem seltenen Gold Britanniens, so wie ihn vermutlich schon die alten Kelten vor über 4.000 Jahren herstellten. Feurigen Ursprungs einer alten Sonne. Geformt von Jahrmillionen gewaltiger tektonischer Kräfte und seit Jahrtausenden von optimistischen Goldgräbern gesucht. Gold ist einer der wahren Schätze Britanniens. Und obwohl die Erde es nicht so leicht hergibt, formte dieses magische, unzerstörbare Metall unsere Landschaft, unsere Wirtschaft und unsere Geschichte. Seit der Geburt Britanniens. Ausmaße millionenfach gigantischer gewesen wären und eine Million mal länger gedauert hätten. Wie heute der Himalaya. Der hebt sich auch immer noch ganz langsam, genau wie hier. Sie wollten das unbedingt sehen, nicht? Hier ist sogar eine ganz dicht zusammengepresste Doppelfalte, genauso wie hier in Dolokothi. Fantastisch. Hier unten passiert genau das Gleiche wie da oben. Aber die Falten an sich interessieren uns weniger als die Spalten, die beim Umklappen der Schichten entstanden sind. Und die sieht man, wenn man hier reingeht. Dieser enge, feuchte Bergstollen ist nur einer von Dutzenden in dieser Mine. Er führt über mehrere hundert Meter in den Berg hinein und bietet einmalige Einblicke in die Arbeit der Minenleute, die das Gold zutage förderten. Diese gelben Flecken sind ein gutes Zeichen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Es sind die Rückstände einer kochend heißen Flüssigkeit, einer Art Mineralsuppe, die vor über 400 Millionen Jahren tief aus dem Innern der Erdkruste nach oben stieg. Die Flüssigkeit stieg 5 Kilometer weit durch die Spalten in den Falten nach oben. Dabei lösten sich Minerale und veränderten das Gestein. Heißt das etwa, hier in der Nähe liegt Gold? Ja, hier drüben ist ein Tunnel, wo wir uns ein paar Adern ansehen können. Genau nach diesem weißen Gestein haben wir gesucht. Eine Quarzader. Es wurde aus der heißen, siliziumhaltigen Flüssigkeit ausgeschieden. Darin lagerte sich Quarz ein, aber auch arsenhaltiges Eisen und Gold. Überall, wo sich das Sedimentgestein draußen in Falten legte, entstanden Spalten, durch die heiße Flüssigkeit hochstieg, die verschiedene Metalle beinhaltete. Genau. Auch Gold? Ja. Und wo ist das Gold jetzt? Nun, das Enttäuschende an der Sache ist, meistens ist Gold für das bloße Auge unsichtbar, weil es aus winzigen Partikeln besteht, von denen 200 etwa so groß sind wie ein Stecknadelkopf. Aber es ist wirklich da, also werfen wir mal einen Blick auf das Gold Britanniens. Hier haben wir es. Unsichtbares Gold, eingeschlossen in steinharten Quarzadern tief unter der Erde. Und dort blieb es für hunderte Millionen Jahre, bis eine überaus intelligente, aber auch rücksichtslose Zivilisation vor über 2000 Jahren hier einfiel. Für Britanniens Gold macht sie sich vor nichts Halt. Im Süden von Wales suche ich nach dem Gold Britanniens. Gold aus Wales gilt als besonders wertvoll. Und wie beim Angeln muss man zuerst einmal wissen, wo man nach dem Gold suchen muss. Die Römer entdeckten bei ihrer Invasion nicht nur riesige Mengen Gold rund um Dolokothi, sie hatten auch eine äußerst clevere Idee, um an das Gold heranzukommen. Mit Hilfe des Flusses Cothi. Mit dem Wasserstrom besaßen die Römer eine nahezu unerschöpfliche Kraftquelle, mit der sie die unterirdischen Schätze nach oben fördern konnten.
Doch weil der Fluss über 11 Kilometer von der Mine weg ist, fahre ich zurück nach Dullacothy und treffe dort Mineningenieur und Römerexperte Ed Percy, der mir erklären wird, wie sie das anstellten. Wann waren die Römer hier? Sie kamen ca. im Jahr 74 und blieben für rund 50 Jahre, bis sie den Ort um 126 wieder verließen. Was dann geschah, wissen wir nicht, aber eine Besetzungsdauer von 50 Jahren ist doch ziemlich kurz. Wie haben Sie das Wasser für die Mine genutzt? Das meiste sehen Sie hier, das waren die Ufer und das dort ist ein Wassertank. Das Wasser kam 12 Kilometer weiter aus dem Tal. Die Römer leiteten den Fluss mithilfe eines komplexen Netzes aus Aquädukten um. Das gespeicherte Wasser wurde verwendet, um die mit Gold angereicherten Quarzadern freizulegen. Die obere Erdschicht wurde verbrannt, die Bäume gefällt. Riesige Wassermengen wuschen das Gestein aus und legten die Adern frei. Wie viel Wasser? Fast 10 Millionen Liter Wasser pro Tag. Die Landschaft muss danach ja verwüstet gewesen sein. Oh ja, hier war nichts mehr, keine Bäume, das reizte Brachland. Ein Gestein, das die hiesige Landschaft geprägt hat. Schiefer wird in Wales manchmal auch graues Gold genannt. Für die hiesige Wirtschaft war er seit der Römerzeit von enormer Bedeutung. Entstanden ist das Gestein bei einem geologischen Ereignis, das vor Jahrmillionen die Erde erschüttern ließ. Die gigantischen Ausmaße dieses Ereignisses waren Auslöser für die Geburt Britanniens. Doch das Ereignis ließ nicht nur das heutige Britannien entstehen, es bildeten sich dabei auch viele unserer Goldvorräte. Damit ich mir eine Vorstellung von den Kräften machen kann, die damals am Werk waren, treffe ich die Geologin Hazel Pritchard von der Universität in Cardiff, deren ansteckender Enthusiasmus vielleicht gerade etwas mit ihr durchgeht. Denn Hazel zeigt mir kein Gold, sondern versteinerte Meerestiere, 450 Millionen Jahre alt. Die habe ich gerade gefunden. Das sind Graptolithen. Die stecken hier in diesem Schiefergestein. Ja, kleine Kolonien, die einmal in diesem Ast gelebt haben. Solche Graptolithen sind der Beweis, dass sich hier einst ein riesiger Ozean befand, der Iapetus. Der Schiefer war früher der schlammige Meeresboden, der durch den immensen Druck zu Stein wurde, als zwei Kontinente aufeinander prallten. Um Schlamm in Stein zu verwandeln, braucht man doch irrsinnig viel Kraft. Richtig. Zwei Kontinente, England, Wales und Schottland und Irland, prallten aufeinander. Das Sedimentgestein wurde ausgequetscht und brachte diesen erstaunlichen Schiefer hervor. Dieser Zusammenstoß der Erdteile geschah vor über 400 Millionen Jahren und die Auswirkungen auf die Landschaft sind noch heute offensichtlich. Aber was ist mit unserem Gold? Liegt es nun tief im Erdinnern, außer Reichweite? Das meiste schon. Aber irgendetwas bei diesem monumentalen Ereignis ist geschehen. Einige von diesen seltenen Goldpartikeln sammelten sich an einem Ort, wo die Menschen es später finden und in Minen fördern konnten. Um das zu sehen, fahren Hazel und ich weiter Richtung Süden. Durch den Iapetus ist dieses Gebiet heute reich an Schiefer. Doch der Ozean schenkte den sanften Hügeln im südlichen Wales etwas noch viel Wertvolleres. Er schuf die perfekten Bedingungen, damit sich im Gestein Gold lagern konnte. Das ist die Dullacothy Mine, heute beliebtes Ausflugsziel im schönen Carmarthenshire. Vor über 2000 Jahren war dies eine der ertragreichsten Goldminen Britanniens. Doch bevor ich mir die Beweise dafür ansehen kann, will mir Hazel unbedingt zeigen, was der Zusammenprall der Kontinente mit dem örtlichen Gestein gemacht hat. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Iapetus lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Naja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde. Hier sind nur zwei Schichten, aber die stehen für die Hunderte von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt.
and raised into a large mountain. Nur dass die Landschaft um mich herum wurde geformt von urzeitlichen Ozeanen, Vulkanausbrüchen und Eiszeiten. Doch die wahren Schätze Britanniens liegen hier in der Erde begraben. Kohle, Blei, ja sogar Zinn haben maßgeblich zur Entstehung des heutigen Britannien beigetragen. Doch besonders ein Mineral hier in der Erde hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ein Metall mit fast magischen Eigenschaften. Es wird nicht matt, es verblasst nicht und es ist nahezu unzerstörbar. Die Rede ist von Gold. Gold untermauert die Weltwirtschaft, krönt triumphale Erfolge und symbolisiert Reichtum und Luxus. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Preise vervierfacht und so ist Gold heute eins der wertvollsten Metalle der Erde. Überraschender ist hingegen Britanniens goldenes Vermächtnis, von den alten Kelten, die ihren Göttern Opfergaben brachten, bis hin zu den Eheringen der heutigen Königsfamilie. In Britannien spielte Gold immer schon eine wichtige Rolle. Und es ist heute noch im Gestein von Schottland bis Devon und von Wales bis Nordirland zu finden. Britannien steht kurz vor einem neuen Goldrausch, also begebe ich mich auf Schatzsuche. Einmal quer durch das Land und in die Vergangenheit. Ich will herausfinden, wie das Gold hierher gelangt ist und wie es die Landschaft und Geschichte Britanniens weiter prägt. Seit über 4000 Jahren spielt Gold in Britannien eine bedeutende Rolle. Sogar die alten Briten assoziierten den goldenen Glanz mit den Strahlen der Sonne. Dabei ahnten sie gar nicht, wie sehr Gold und die Sonne wirklich zusammenhängen. Denn vor Milliarden von Jahren bildete sich neben anderen Schwermetallen auch Gold, als ein Stern ähnlich unserer Sonne im Sterben begriffen war. Als der Stern explodierte, wurden Billionen winziger Goldpartikel durch unser Sonnensystem katapultiert. Die Frage lautet, wie gelangte dieses neu entstandene Element von einem sterbenden Stern als Edelmetall in britisches Felsgestein? Die Antwort liegt in der Geburt des Planeten Erde. Nach dem spektakulären Ende des vorzeitlichen Sterns wurden die ausgeworfenen Goldpartikel im Innern des neu gebildeten Erdgesteins eingeschlossen. Nach Jahrmillionen Entstehungsgeschichte war die neue Erde buchstäblich mit Gold gesprenkelt. Doch heute sitzt fast das gesamte Vorkommen tief im Erdkern eingeschlossen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über 99% allen Goldes der Erde, also Milliarden von Tonnen, weit außerhalb unserer Reichweite liegen. Was wirklich schade ist, denn kämen wir an dieses edle Metall ran, könnten wir die gesamte Erdoberfläche mit einer 40 cm dicken Goldschicht bedecken, was sicher ganz hübsch aussieht. In Wahrheit liegt das meiste jedoch so tief verborgen, dass wir nur einen winzigen Teil gewinnen könnten. Da frage ich mich, wie wir überhaupt welches finden wollen. Doch ehe ich mich auf die Suche nach Britanniens Gold begebe, um zu verstehen, wie es die Insel geprägt hat, muss ich zuerst mehr über die gigantischen geologischen Ereignisse erfahren, durch die sich die winzigen Goldpartikel in minenfähige Ablagerungen sammelten. Meine Reise beginnt im walisischen Snowdonia. In dieser kargen Landschaft, die sich über Jahrmillionen durch gewaltige Vulkanausbrüche formte, verbergen sich Hinweise darauf, woher das Gold Britanniens stammt. Mein erster Stopp ist der Dinorwig-Steinbruch im Norden von Wales. Ich suche dort aber nicht nach Gold, sondern danach. Gleich nicht nur voll mit Steinen, sondern enthält auch ein paar Spritzer Gold. Ich dachte, ich hätte gerade etwas glitzern sehen, aber es war nur die Sonne. Schade, ich war schon ganz aufgeregt. Mittlerweile müsste ich eigentlich wissen, dass es nicht ganz so schnell geht. Ich komme hier schon ganz schön ins Schwitzen, also wie geht das jetzt? Halten Sie die Schüssel unter Wasser und dann hin und her schütteln, dass alles schön in Bewegung kommt. Nicht nur oben. Das schwere Gold muss nach unten. Ich dachte, das wäre nur ein Klischee aus Filmen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich so macht. Bei mir ist alles Schwere nach oben gestiegen. Das Schwenken dient dazu, die Bewegung des Flusses nachzuahmen. Das schwere Gold purzelt über das Flussbett, bis es in ruhigeres, langsameres Gewässer kommt, wo es vom Flussstrom weg auf den Boden sinkt. Das Gold, das wir aus dem Fluss filtern, stammt vom Quarz aus den Bergen.
Es fließt hier runter und lässt sich dann in den Spalten an den Flusskurven nieder. Comes down the river in little bits. It lodges in crevices and in the bends of the rivers. In fact, Goldsucher behaupten, Gold liegt immer da, wo Wasser fällt. Aber sind sie damit wirklich reich geworden? Did prospectors make any money out of this? Nein, dafür reicht es nicht. Früher kam es in Schottland ein paar Mal zu einem Goldrausch, aber es gibt nicht genug, dass jemand davon leben kann. Meinen Job würde ich vielleicht nicht an den Nagel hängen, aber es fängt langsam an, Spaß zu machen. Ja, läuft doch. Das sollte reichen. Und woher weiß ich jetzt, ob da Gold drin ist? Das kann ich Ihnen sagen. Da ist schon ein bisschen. Was, wirklich? Und Sie veräppeln mich nicht? Nein, Gott bewahre. Hier, bitteschön. Ich habe wirklich Gold gefunden. Damit werde ich zwar nicht reich, aber zumindest hat sich die Mühe gelohnt. Bei solchen Demonstrationen findet sonst nie einer was, aber ich schon. Echtes Gold. Manchmal ist es nur Katzengold, aber das ist echt. Nein, ich bin steinreich. Es ist etwa so groß wie ein Mitesser. Es ist Knochenarbeit. Aber diese Methode des Schale herumschwenkens ist noch immer der einfachste Weg, Gold zu finden. Ich befürchte nur, dass mein Goldstück nicht viel zu unseren Goldreserven beitragen wird. Mein Fund mag zwar kaum der Rede wert sein, dafür hat sich Rob mit seinem Wissen ein hübsches Sümmchen zusammengesammelt. Der große hier war leider nur ein einmaliger Fund. Mit dem heutigen Goldpreis würde Rob ein paar hundert Pfund für diesen Nugget bekommen, aber mir ist klar, dass es eben nicht um das Geld geht. Was dachten Sie, als Sie den gefunden haben? Ich dachte, es wäre Quarz. That's great, ne? Im Grunde sind es ja bloß Steine, aber ich freue mich wie ein kleiner Junge. Man hat was in der Hand, sonst ist nichts so schwer. Heute sind es nur noch Hobby-Goldsucher, die das meiste Gold in der Gegend finden. Aber 640 Kilometer weiter südlich, auf der anderen Seite der Insel, hat die dortige Geologie ein Goldvorkommen geschaffen, das so wertvoll und so ungewöhnlich ist, dass sie eine neue Generation von Goldsuchern hervorgebracht hat. Ist das nicht schön hier? Für mich ist es eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Und obwohl diese Gegend nicht viel mit den Goldgräberorten in Wales und Schottland zu tun hat, liegt in diesem Teil von Devon aufgrund der besonderen Geologie derart viel seltenes und schönes Gold, dass es wertvoller ist als sein Unzenwert. Und es stimmt wirklich. Dieses wunderschöne Federngold ist geformt wie Kristalle und damit eine der seltensten Goldformationen überhaupt. Stücke wie diese in unbearbeitetem Zustand haben hohen Sammlerwert und erzielen Preise von Tausenden von Pfund. Und wie auch die Küste von Devon verdankt dieses Gold seine Schönheit einer einmaligen Geologie. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, machte es der Mineraloge Sir Arthur Russell berühmt. Das Gold in Devon, wie auch in Wales und die Methode, Gold mit Wasser zu fördern, war revolutionär und wurde über Jahrtausende beibehalten. Wasserminen, die mit Hochdruckdüsen arbeiteten, fachten im 19. Jahrhundert den Goldrausch in Kalifornien an. Noch heute wird in Großbritannien das Mineral Kaolinit mit Wasser gefördert. 10 Millionen Liter Wasser rauschen hier den Hügel hinunter. Das muss schon ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Doch als alles Gold aus den Quarzadern an der Oberfläche gewonnen war, hörten die Römer nicht etwa auf. Sie fingen an zu graben. Dieser Tunnel wurde einst von den Römern gebaut. Von unten sieht man, dass der Tunnel quadratisch ist. Vor über 2000 Jahren von Hand gegraben, zieht sich der Schacht bis hunderte Meter in den Berg hinein. An der Decke sieht man noch die 2000 Jahre alten Spuren der Minenarbeiter. Fantastische Arbeit. Doch der Eingang ist nichts im Vergleich dazu. Gigantisch. Hier war eine riesige Quarzkammer, die fast komplett von den Römern abgetragen wurde. Solche Kammern gibt es in der Gegend überall. Aber Sie hatten doch keinen Sprengstoff. Wie haben Sie die Steine rausgeschafft? Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt eine Brandtechnik, bei der Feuer an einem Felsen gelegt wird, bis der Stein glühend heiß ist. Dann wird er mit Wasser übergossen, wodurch er explosionsartig zersplittert. Das Eisenerz wurde entfernt und die Steine mit Hilfe von wasserbetriebenen Hämmern zerschlagen. Zum Schluss wurde das Gold herausgewaschen. Zu Barren geschmolzen finanzierten die Römer ihr immer größeres Reich, unter anderem mit dem Gold aus Wales. Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend es vor 2000 Jahren gewesen sein muss, das ganze Gold zu gewinnen, vor allem ohne moderne Maschinen oder Sprengstoff. Das sind ja Unmengen. Für eine Unze Gold hätten die Römer dieses ganze Gestein und wahrscheinlich noch mehr heraushauen müssen.
Man schätzt, dass sie etwa 1,5 Tonnen Gold zutage förderten. Dafür hätten sie umgerechnet 5,5 Millionen dieser Container hier vollmachen müssen. Nach etwa 50 Jahren legten die Römer die Dolorkathi-Mine still und trotz eines kurzen, wieder aufgeflammten Goldrausches im 19. und 20. Jahrhundert hat hier keiner mehr so viel Gold gefunden wie damals. Scheinbar kannten die Römer die örtliche Geologie derart gut, dass nach ihnen das gesamte Vorkommen aufgebraucht war. Die Römer haben sehr hart für ihr Gold geschuftet, aber manchmal hat die Natur ein Herz und legt uns das Gold direkt in den Schoß. Ich fahre weiter zu den Southern Uplands, ein Bergland im südlichen Schottland. Auch hier schufen die Ereignisse von vor 400 Millionen Jahren perfekte Bedingungen für wertvolle Minerale im Überfluss. Wir sind hier in Wanlock Head. Es ist nicht nur das höchstgelegene Dorf in Schottland, es liegt auch mitten in einer Gegend, die auch die Schatztruhe Gottes genannt wird. Es gibt hier jede Menge Kupfer, Blei und Zink und man findet hier auch einige Bleiminen. Aber wie steht's mit Gold? Die Frage wird mir ein Geologe beantworten. Das ist es. Ja. Nur anders als in Wales liegt das Gold nicht hier nicht unter Tage, sondern unter Wasser. Wir suchen nach sogenanntem Seifengold, was sich nicht auf die Art des Goldes bezieht, sondern auf den Fundort. In diesem Fall sind es die Kiesel und Steine in diesem Flussbett. Weil es sehr dicht ist, sinkt das Gold auf den Grund. Wir suchen in den Spalten, wo es, wenn es einmal drin ist, nicht mehr herauskommt. Wenn wir also unten auf dem Flussbett ein paar Kiesel sammeln, könnte ein bisschen Gold dabei sein. Klingt simpel. Und mit dieser riesigen Fahrradpumpe kann eigentlich nichts schiefgehen. Es kommt wieder raus. Sie müssen es ziehen und dann rein. Tja, gewusst wie, ist alles leicht. Ich kam mir eben ziemlich ungeschickt vor. Das Gold stammt aus den Quarzadern in den Bergen. Durch Erosion gelangt es schließlich bis hier in den Fluss. Mit ein bisschen Glück ist und Geschichte Britanniens weiter prägt. Seit über 4000 Jahren spielt Gold in Britannien eine bedeutende Rolle. Sogar die alten Briten assoziierten den goldenen Glanz mit den Strahlen der Sonne. Dabei ahnten sie gar nicht, wie sehr Gold und die Sonne wirklich zusammenhängen. Denn vor Milliarden von Jahren bildete sich neben anderen Schwermetallen auch Gold, als ein Stern ähnlich unserer Sonne im Sterben begriffen war. Als der Stern explodierte, wurden Billionen winziger Goldpartikel durch unser Sonnensystem katapultiert. Die Frage lautet, wie gelangte dieses neu entstandene Element von einem sterbenden Stern als Edelmetall in britisches Felsgestein? Die Antwort liegt in der Geburt des Planeten Erde. Nach dem spektakulären Ende des vorzeitlichen Sterns wurden die ausgeworfenen Goldpartikel im Innern des neu gebildeten Erdgesteins eingeschlossen. Nach Jahrmillionen Entstehungsgeschichte war die neue Erde buchstäblich mit Gold gesprenkelt. Doch heute sitzt fast das gesamte Vorkommen tief im Erdkern eingeschlossen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über 99% allen Goldes der Erde, also Milliarden von Tonnen, weit außerhalb unserer Reichweite liegen. Was wirklich schade ist, denn kämen wir an dieses edle Metall ran, könnten wir die gesamte Erdoberfläche mit einer 40 cm dicken Goldschicht bedecken, was sicher ganz hübsch aussehen. In Wahrheit liegt das meiste jedoch so tief verborgen, dass wir nur einen winzigen Teil gewinnen könnten. Da frage ich mich, wie wir überhaupt welches finden wollen. Doch ehe ich mich auf die Suche nach Britanniens Gold begebe, um zu verstehen, wie es die Insel geprägt hat, muss ich zuerst mehr über die gigantischen geologischen Ereignisse erfahren, durch die sich die winzigen Goldpartikel in minenfähige Ablagerungen sammelten. Meine Reise beginnt im walisischen Snowdonia. In dieser kargen Landschaft, die sich über Jahrmillionen durch gewaltige Vulkanausbrüche formte, verbergen sich Hinweise darauf, woher das Gold Britanniens stammt. Mein erster Stopp ist der Dinorwig-Steinbruch im Norden von Wales. Ich suche dort aber nicht nach Gold, sondern danach. Ein Gestein, das die hiesige Landschaft geprägt hat. Schiefer wird in Wales manchmal auch graues Gold genannt. Für die hiesige Wirtschaft war er seit der Römerzeit von enormer Bedeutung.
Entstanden ist das Gestein bei einem geologischen Ereignis, das vor Jahrmillionen die Erde erschüttern ließ. Die gigantischen Ausmaße dieses Ereignisses waren Auslöser für die Geburt Britanniens. Doch das Ereignis ließ nicht nur das heutige Britannien entstehen, es bildeten sich dabei auch viele unserer Goldvorräte, als zwei Kontinente aufeinander prallten. Um Schlamm in Stein zu verwandeln, braucht man doch irrsinnig viel Kraft. Richtig. Zwei Kontinente, England, Wales und Schottland und Irland, prallten aufeinander. Das Sedimentgestein wurde ausgequetscht und brachte diesen erstaunlichen Schiefer hervor. Dieser Zusammenstoß der Erdteile geschah vor über 400 Millionen Jahren und die Auswirkungen auf die Landschaft sind noch heute offensichtlich. Aber was ist mit unserem Gold? Liegt es nun tief im Erdinnern, außer Reichweite? Das meiste schon. Aber irgendetwas bei diesem monumentalen Ereignis ist geschehen. Einige von diesen seltenen Goldpartikeln sammelten sich an einem Ort, wo die Menschen es später finden und in Minen fördern konnten. Um das zu sehen, fahren Hazel und ich weiter Richtung Süden. Durch den Japetus ist dieses Gebiet heute reich an Schiefer. Doch der Ozean schenkte den sanften Hügeln im südlichen Wales etwas noch viel Wertvolleres. Er schuf die perfekten Bedingungen, damit sich im Gestein Gold lagern konnte. Das ist die Dullaucothi Mine, heute beliebtes Ausflugsziel im schönen Carmarthenshire. Vor über 2000 Jahren war dies eine der ertragreichsten Goldminen Britanniens. Doch bevor ich mir die Beweise dafür ansehen kann, will mir Hazel unbedingt zeigen, was der Zusammenprall der Kontinente mit dem örtlichen Gestein gemacht hat. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Japetus lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Naja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde. Hier sind nur zwei Schichten, aber die stehen für die Hunderten von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Ausmaße millionenfach gigantischer gewesen wären und eine Million mal länger gedauert hätten. Wie heute der Himalaya. Der erhebt sich auch immer noch ganz langsam, genau wie hier. Sie wollten das unbedingt sehen, nicht? Die letzte Etappe meiner Reise führt mich in die Berge von Nordirland. In Irland hat Gold eine 4000 Jahre alte Tradition. Viele vermuten, die Artefakte aus der Bronzezeit wurden mit irischem Gold hergestellt. Doch mich interessiert heute der Goldrausch der Moderne, die sonst smaragdgrüne Insel in Gold taucht. Erst um 1960 fanden Wissenschaftler heraus, dass die Erde, wie wir sie heute auf der Landkarte sehen, durch Plattentektonik entstand. Alle Kontinente hatten sich langsam über die Erdoberfläche geschoben und waren dabei immer wieder zusammengeprallt und zerfallen. Dann fand man heraus, dass Nordirland einmal bei Neufundland mit Nordamerika verbunden war, wo es große Goldvorkommen gibt. Das Gestein war also auf beiden Erdteilen gleich. Wenn es also in Nordamerika Gold gab, warum dann nicht auch hier? In Carrigenold, in der Nähe von Ormore, treffe ich einen Mann, der hier seit den frühen 1980er Jahren auf Goldsuche geht. Jeden Zentimeter dieser Berge hat er bereits durchforstet. Garth Earls ist Geologe beim Geological Survey of Northern Ireland. Hier in diesem Fluss machten er und sein Kollege eine aufregende Entdeckung. Garth fand nicht etwa Gold, sondern etwas viel Überraschenderes. Rost.
Dieses Material entsteht vermutlich durch das Vorkommen von goldhaltigen Mineralien, aber vor allem durch ein Mineral, das man auch Katzengold nennt. Manchmal sieht man also diese besondere Eisenoxidation, dieses Eisenmaterial, und das ist dann meistens ein guter Ort, um zu suchen. Hoffentlich können Sie das Katzengold erkennen. Ja, das sehe ich mit bloßem Auge. Katzengold ist die volkstümliche Bezeichnung für Pyrit, das aussieht wie echtes Gold. Es ist überall. Für Goldgräber ist es jedoch wertlos. Doch neben Katzengold von Garth auch noch echtes Gold in den Ablagerungen. Es könnte also doch noch Gold regnen. Je mehr Pyrit ein Stein enthält, desto höher ist der Goldanteil. Hier sind also auch winzige Goldstücke drin. Natürlich. Was mache ich jetzt damit? Sie können es behalten oder wegwerfen. Aber da ist doch Gold drin. Garths Unbekümmertheit mag ihre Gründe haben, denn er hatte etwas anderes entdeckt. Ihm fiel auf, dass der Fluss an einigen Stellen einen Knick machte. Und jedes Mal fand er dort Quarzadern mit Katzengold und echtem Gold. Der Strom kommt da nicht durch und nach 15 bis 20 Metern ändert er wieder seine Richtung. Wenn man sich das mal auf einer Karte ansieht, fällt auf, dass der Bach immer wieder eine Kurve macht und jedes Mal fanden wir Gold. Hier haben Sie also zum ersten Mal gemerkt, dass Sie auf einer heißen Spur sind. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Landschaft um mich herum wurde geformt von urzeitlichen Ozeanen, Vulkanausbrüchen und Eiszeiten. Doch die wahren Schätze Britanniens liegen hier in der Erde begraben. Kohle, Blei, ja sogar Zinn haben maßgeblich zur Entstehung des heutigen Britannien beigetragen. Doch besonders ein Mineral hier in der Erde hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ein Metall mit fast magischen Eigenschaften. Es wird nicht matt, es verblasst nicht und es ist nahezu unzerstörbar. Die Rede ist von Gold. Gold. Gold untermauert die Weltwirtschaft, krönt triumphale Erfolge und symbolisiert Reichtum und Luxus. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Preise vervierfacht und so ist Gold heute eins der wertvollsten Metalle der Erde. Überraschender ist hingegen Britanniens goldenes Vermächtnis. Von den alten Kelten, die ihren Göttern Opfergaben brachten, bis hin zu den Eheringen der heutigen Königsfamilie. In Britannien spielte Gold immer schon eine wichtige Rolle. Und es ist heute noch im Gestein von Schottland bis Devon und von Wales bis Nordirland zu finden. Britannien steht kurz vor einem neuen Goldrausch, also begebe ich mich auf Schatzsuche. Einmal quer durch das Land und in die Vergangenheit. Ich will herausfinden, wie das Gold hierher gelangt ist und wie es die Landschaft und Geschichte Britanniens weiter prägt. Seit über 4000 Jahren spielt Gold in Britannien eine bedeutende Rolle. Sogar die alten Briten assoziierten den goldenen Glanz mit den Strahlen der Sonne. Dabei ahnten sie gar nicht, wie sehr Gold und die Sonne wirklich zusammenhängen. Denn vor Milliarden von Jahren bildete sich neben anderen Schwermetallen auch Gold, als ein Stern ähnlich unserer Sonne im Sterben begriffen war. Als der Stern explodierte, wurden Billionen winziger Goldpartikel durch unser Sonnensystem katapultiert. Die Frage lautet, wie gelangte dieses neu entstandene Element von einem sterbenden Stern als Edelmetall in britisches Felsgestein? Die Antwort liegt in der Geburt des Planeten Erde. Nach dem spektakulären Ende des vorzeitlichen Sterns wurden die ausgeworfenen Goldpartikel im Innern des neu gebildeten Erdgesteins eingeschlossen. Nach Jahrmillionen Entstehungsgeschichte war die neue Erde buchstäblich mit Gold gesprenkelt. Doch heute sitzt fast das gesamte Vorkommen tief im Erdkern eingeschlossen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über 99% allen Goldes der Erde... Da ist schon ein bisschen. Was, wirklich? Und Sie veräppeln mich nicht? Nein, Gott bewahre. Hier, bitteschön. Ich habe wirklich Gold gefunden. Damit werde ich zwar nicht reich, aber zumindest hat sich die Mühe gelohnt. Bei solchen Demonstrationen findet sonst nie einer was, aber ich schon. Echtes Gold. Manchmal ist es nur Katzengold, aber das ist echt. Nein, ich bin steinreich. Es ist etwa so groß wie ein Mitesser. There is.
Es ist Knochenarbeit. Aber diese Methode des Schale herumschwenkens ist noch immer der einfachste Weg, Gold zu finden. Ich befürchte nur, dass mein Goldstück nicht viel zu unseren Goldreserven beitragen wird. Mein Fund mag zwar kaum der Rede wert sein, dafür hat sich Rob mit seinem Wissen ein hübsches Sümmchen zusammengesammelt. Der große hier war leider nur ein einmaliger Fund. Mit dem heutigen Goldpreis würde Rob ein paar hundert Pfund für diesen Nugget bekommen, aber mir ist klar, dass es ihm nicht um das Geld geht. Was dachten Sie, als Sie den gefunden haben? Ich dachte, es wäre Quarz. That's great, ne? Im Grunde sind es ja bloß Steine, aber ich freue mich wie ein kleiner Junge. Man hat was in der Hand, sonst ist nicht so schwer. Heute sind es nur noch Hobby-Goldsucher, die das meiste Gold in der Gegend finden. Aber 640 Kilometer weiter südlich, auf der anderen Seite der Insel, hat die dortige Geologie ein Goldvorkommen geschaffen, das so wertvoll und so ungewöhnlich ist, dass sie eine neue Generation von Goldsuchern hervorgebracht hat. Ist das nicht schön hier? Für mich ist es eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Und obwohl diese Gegend nicht viel mit den Goldgräberorten in Wales und Schottland zu tun hat, liegt in diesem Teil von Devon aufgrund der besonderen Geologie derart viel seltenes und schönes Gold, dass es wertvoller ist als sein Unzenwert. Und es stimmt wirklich. Dieses wunderschöne Federngold ist geformt wie Kristalle und damit eine der seltensten Goldformationen überhaupt. Stücke wie diese in unbearbeitetem Zustand haben hohen Sammlerwert und erzielen Preise von Tausenden von Pfund. Und wie auch die Küste von Devon verdankt dieses Gold seine Schönheit einer einmaligen Geologie. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, machte es der Mineraloge Sir Arthur Russell berühmt. Das Gold in Devon, wie auch in Wales. Die Methode, Gold mit Wasser zu fördern, war revolutionär und wurde über Jahrtausende beibehalten. Wasserminen, die mit Hochdruckdüsen arbeiteten, fachten im 19. Jahrhundert den Goldrausch in Kalifornien an. Noch heute wird in Großbritannien das Mineral Kaolinit mit Wasser gefördert. 10 Millionen Liter Wasser rauschten hier den Hügel hinunter. Das muss schon ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Doch als alles Gold aus den Quarzadern an der Oberfläche gewonnen war, hörten die Römer nicht etwa auf. Sie fingen an zu graben. Dieser Tunnel wurde einst von den Römern gebaut. Von unten sieht man, dass der Tunnel quadratisch ist. Der Iapetus. Der Schiefer war früher der schlammige Meeresboden, der durch den immensen Druck zu Stein wurde, als zwei Kontinente aufeinander prallten. Um Schlamm in Stein zu verwandeln, braucht man doch irrsinnig viel Kraft. Richtig. Zwei Kontinente, England, Wales und Schottland und Irland, prallten aufeinander. Das Sedimentgestein wurde ausgequetscht und brachte diesen erstaunlichen Schiefer hervor. Dieser Zusammenstoß der Erdteile geschah vor über 400 Millionen Jahren und die Auswirkungen auf die Landschaft sind noch heute offensichtlich. Aber was ist mit unserem Gold? Liegt es nun tief im Erdinnern, außer Reichweite? Das meiste schon. Aber irgendetwas bei diesem monumentalen Ereignis ist geschehen. Einige von diesen seltenen Goldpartikeln sammelten sich an einem Ort, wo die Menschen es später finden und in Minen fördern konnten. Um das zu sehen, fahren Hazel und ich weiter Richtung Süden. Durch den Iapetus ist dieses Gebiet heute reich an Schiefer. Doch der Ozean schenkte den sanften Hügeln im südlichen Wales etwas noch viel Wertvolleres. Er schuf die perfekten Bedingungen, damit sich im Gestein Gold lagern konnte. Das ist die Dolaucothi Mine, heute beliebtes Ausflugsziel im schönen Carmarthenshire. Vor über 2000 Jahren war dies eine der ertragreichsten Goldminen Britanniens. Doch bevor ich mir die Beweise dafür ansehen kann, will mir Hazel unbedingt zeigen, was der Zusammenprall der Kontinente mit dem örtlichen Gestein gemacht hat. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Iapetus lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Naja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde.
Hier sind nur zwei Schichten, aber die stehen für die Hunderten von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Ausmaße millionenfach gigantischer gewesen wären und eine Million mal länger gedauert hätten. Wie heute der Himalaya, der 1,5 Jahre verbracht und das Gold und dessen Verbindung zur Devonschen Geologie studiert. Wir haben sehr hart auf Hobbs Nose gearbeitet, um herauszufinden, wie sich die Ablagerungen gebildet haben. Sie sind nicht nur einmalig in Großbritannien, sondern weltweit. Es gibt nur 5 oder 6 weitere Arten, die Minerale enthalten. Bei unserer Ankunft auf Hobbs Nose sind wir umgeben von Devons charakteristischen hohen Kalkfelsen, die sich einst wie Schiefer als Sedimentgestein am Grund eines urzeitlichen Ozeans bildeten. Dieses Gestein besteht nicht aus zusammengepresster Erde. Es sind die Überreste Billionen winziger Meerestiere. Ihre Muscheln aus Calciumcarbonat sanken nach ihrem Tod auf den Meeresgrund, wo sie zu einer zementfesten Masse wurden und sich zu diesen Gesteinsschichten auftürmten. Alles, was wir hier sehen, sind also Meerestiere, die vor 390 Millionen Jahren gelebt haben. Die Fossilien lassen darauf schließen, dass das Meer einmal viel wärmer war als der eisige Ärmelkanal heute. Schauen Sie mal hier. Das ist unglaublich. Ja, fantastisch. Ein versteinerter Meeresboden. Das waren alles Meerestiere. Ja, das hier waren mal Korallen, die früher in warmen Gewässern lebten. Faszinierend. Es sieht aus, als könnte man sie mit dem Finger herauspulen, aber sie sind wirklich Teil des Gesteins. Es ist einfach überall. Wirklich spektakulär. Die Beweise zeichnen das Bild einer idyllischen Landschaft mit einem warmen, seichten Meer, hübschen Korallen und einer reichen Unterwasserwelt. Vor 300 Millionen Jahren war es mit der Idylle jedoch vorbei, mit der Entstehung des Superkontinenten Pangaea. Damals gab es noch keinen Ärmelkanal und das, was wir heute als Nordfrankreich bezeichnen, prallte auf das südliche England. In diesem warmen Ozean drückten hohe Berge nach oben, die nicht nur die wunderschöne Südwestküste Englands formten, sondern auch einen Prozess in Gang setzten, bei der heiße, goldangereicherte Flüssigkeit in die Ritzen des Kalkgesteins sickerte und das einmalige Gold von Devon hervorbrachte. Durch dieses sogenannte seismische Pumpen, das sich über Millionen von Jahren fortsetzte, kam immer mehr Gold an die Oberfläche. Was mich aber interessiert ist, warum das Gold hier nicht die sonst typischen Klumpen bildet, sondern diese Form eines Farnblatts hat. Das Gold wurde sehr schnell kristallisiert. Es ist, als würden sie an einem kalten Wintermorgen Wasser auf die Windschutzscheibe gießen. Dann bilden sich plötzlich diese farnartigen Eisformationen. Genau das ist auch mit der Flüssigkeit passiert, die mit Gold angereichert war. Sie stieg an die Oberfläche, kühlte dort sehr schnell ab und nahm diese farnähnliche Struktur an. Wie schon in der Mine in Wales ist das Gold mit bloßem Auge kaum zu sehen. Es liegt eingeschlossen in den Adern von steinhartem Kalzit. Und erst wenn man das Gestein mit starker Säure auflöst, wird das Gold von Devon in seiner ganzen Pracht sichtbar. Dieses wunderbare Exemplar ist eins von Russells Originalfunden, das heute viele tausend Pfund wert ist. Als die Menschen erfuhren, dass auf Hobbs Nose Gold zu finden ist, kam es zu einem mittleren Goldrausch. Einige von diesen seltenen Goldpartikeln sammelten sich an einem Ort, wo die Menschen es später finden und in Minen fördern konnten. Um das zu sehen, fahren Hazel und ich weiter Richtung Süden. Durch den Japetus ist dieses Gebiet heute reich an Schiefer. Doch der Ozean schenkte den sanften Hügeln im südlichen Wales etwas noch viel Wertvolleres. Er schuf die perfekten Bedingungen, damit sich im Gestein Gold lagern konnte. Das ist die Dolaucothi Mine, heute beliebtes Ausflugsziel im schönen Carmarthenshire. Vor über 2000 Jahren war dies eine der ertragreichsten Goldminen Britanniens. Doch bevor ich mir die Beweise dafür ansehen kann, will mir Hazel unbedingt zeigen, was der Zusammenprall der Kontinente mit dem örtlichen Gestein gemacht hat. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Japetos lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird.
Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Naja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde. Hier sind nur zwei Schichten, aber die stehen für die Hunderten von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Landschaft um mich herum wurde geformt von urzeitlichen Ozeanen, Vulkanausbrüchen und Eiszeiten. Doch die wahren Schätze Britanniens liegen hier in der Erde begraben. Kohle, Blei, ja sogar Zinn haben maßgeblich zur Entstehung des heutigen Britannien beigetragen. Doch besonders ein Mineral hier in der Erde hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ein Metall mit fast magischen Eigenschaften. Es wird nicht matt, es verblasst nicht und es ist nahezu unzerstörbar. Die Rede ist von Gold. Gold. Gold untermauert die Weltwirtschaft. Mit dem heutigen Goldpreis würde Rob ein paar hundert Pfund für diesen Nugget bekommen, aber mir ist klar, dass es ihm nicht um das Geld geht. Was dachten Sie, als Sie den gefunden haben? Ich dachte, es wäre Quarz. Im Grunde sind es ja bloß Steine, aber ich freue mich wie ein kleiner Junge. Man hat was in der Hand, sonst ist nicht so schwer. Heute sind es nur noch Hobby-Goldsucher, die das meiste Gold in der Gegend finden. Aber 640 Kilometer weiter südlich, auf der anderen Seite der Insel, hat die dortige Geologie ein Goldvorkommen geschaffen, das so wertvoll und so ungewöhnlich ist, dass sie eine neue Generation von Goldsuchern hervorgebracht hat. Ist das nicht schön hier? Für mich ist es eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Und obwohl diese Gegend nicht viel mit den Goldgräberorten in Wales und Schottland zu tun hat, liegt in diesem Teil von Devon aufgrund der besonderen Geologie derart viel seltenes und schönes Gold, dass es wertvoller ist als sein Unzenwert. Und es stimmt wirklich. Dieses wunderschöne Federngold ist geformt wie Kristalle und damit eine der seltensten Goldformationen überhaupt. Stücke wie diese in unbearbeitetem Zustand haben hohen Sammlerwert und erzielen Preise von Tausenden von Pfund. Und wie auch die Küste von Devon verdankt dieses Gold seine Schönheit einer einmaligen Geologie. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, machte es der Mineraloge Sir Arthur Russell berühmt. Das Gold in Devon, wie auch in Wales. Die Methode, Gold mit Wasser zu fördern, war revolutionär und wurde über Jahrtausende beibehalten. Wasserminen, die mit Hochdruckdüsen arbeiteten, fachten im 19. Jahrhundert den Goldrausch in Kalifornien an. Noch heute wird in Großbritannien das Mineral Kaolinit mit Wasser gefördert. 10 Millionen Liter Wasser rauschen hier den Hügel hinunter. Das muss schon ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Doch als alles Gold aus den Quarzadern an der Oberfläche gewonnen war, hörten die Römer nicht etwa auf. Sie fingen an zu graben. Dieser Tunnel wurde einst von den Römern gebaut. Von unten sieht man, dass der Tunnel quadratisch ist. Vor über 2000 Jahren von Hand gegraben, zieht sich der Schacht bis hunderte Meter in den Berg hinein. An der Decke sieht man noch die 2000 Jahre alten Spuren der Minenarbeiter. Fantastische Arbeit. Doch der Eingang ist nichts im Vergleich dazu. Gigantisch. Hier war eine riesige Quarzkammer, die fast komplett von den Römern abgetragen wurde. Solche Kammern gibt es in der Gegend überall. Aber sie hatten doch keinen Sprengstoff. Wie haben sie die Steine rausgeschafft? Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt eine Brandtechnik, bei der Feuer an einem Felsen gelegt wird, bis der Stein glühend heiß ist. Dann wird er mit Wasser übergossen, wodurch er explosionsartig zersplittert. Das Eisenerz wurde entfernt und die Steine mit Hilfe von wasserbetriebenen Hämmern zerschlagen. Zum Schluss wurde das Gold herausgewaschen. Zu Barren geschmolzen finanzierten die Römer ihr immer größeres Reich, unter anderem mit dem Gold aus Wales. Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend es vor 2000. Die ist ganz schön groß. Ja, die Ader ist hier über einen Meter breit und der Goldgehalt besonders hoch. Pro Gesteinstonne enthält das Material über 10 Unzen Gold.
Aber wie heißt das alte Sprichwort gleich? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So hübsch es aussieht, dieses glitzerige Gestein ist nichts als Katzengold. Echtes Gold kann das bloße Auge gar nicht erkennen. Es sind winzige 20 Mikronen große Partikel, also ungefähr so breit wie ein Achtel von einem menschlichen Haar. Eine Mine müsste die Steine erst hochholen und dann zermalmen, um am Ende das hier zu bekommen. Goldstaub. Das kostet viel Zeit und Mühe, doch die scheint es wert zu sein. Dieses Gestein enthält Gold im Wert von ca. $10,000. Und der Minenleiter sagte mir, jeder kann es haben, sofern er es wegschaffen kann. Sehr großzügig, nur leider wiegt das Zeug fast eine Tonne. Ich komme vielleicht später nochmal wieder. Garth und sein Team schätzen, dass allein in diesem Berg mindestens 600.000 Unzen Gold zu finden sind. Das entspräche einem heutigen Goldwert von über 500.000 Euro. Aber selbst das ist wahrscheinlich erst die Spitze des Eis- bzw. Goldbergs. Wir wissen, dass 600.000 Unzen in der Mitte dieser Karte liegen. Aber es gibt auch noch viele weitere Adern. Hier drüben, hier, da unten. Bisher wurden fast 30 Adern gefunden und unsere Informationen beziehen sich nur auf 6 oder 7. In diesem Bereich liegt auch noch jede Menge Potenzial, genauso wie da und hier im Süden. Glauben Sie, in diesen 3 anderen Bereichen könnte genauso viel Gold sein wie hier? Ja, es spricht eigentlich alles dafür. Wenn wir im Westen, Süden und Osten genauso erfolgreich sind, könnte zu den 600.000 Unzen noch beträchtlich mehr dazu kommen. Das wäre ganz schön viel Gold für einen einzigen Berg. Diese mögliche Goldgrube machte Nordirland zum meist untersuchten Land der Erde. Im sogenannten Talos-Projekt wurde 3 Jahre lang jeder Zentimeter Nordirlands vom Boden und aus der Luft erforscht. Was dabei rauskam, war das. Eine Art Schatzkarte des 21. Jahrhunderts. Die dunkleren Flecken sind die Orte, wo das meiste Gold vermutet wird. Doch der Entscheidungsprozess, wo gegraben werden soll, ist schwierig und kostspielig. Denn die Fördermethode wird vom Goldanteil und der Art vom Terrain diktiert. Bisher erhielt erst eine Stätte die Genehmigung zu graben. Hier in diesen Vorkommen könnten ganze 14 Tonnen Gold verborgen liegen. Kein Wunder also, dass hier bereits tatkräftig nach dem mikroskopisch winzigen Gold gesucht wird. Meine Reise auf der Suche nach Britanniens Gold führte mich einmal längs und quer über die Insel. Und das ist mein letzter Stopp. Ein riesiges Loch im Boden in der tiefsten nordirischen Provinz. Unglaublich, nicht wahr? Ja, diese Falten sind wirklich erstaunlich. Das sind die Sedimentschichten, die am Grund des Japetos lagen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu Schieferplatten und haben sich dann in diese fantastischen Falten gelegt. Wie lange hat das wohl gedauert? Oh, mehrere 10 Millionen Jahre. Es ist beinahe unbegreiflich, wie sich festes Gestein wie Papier zusammenfalten lässt. Hazel hat praktischerweise schon etwas vorbereitet, um zu demonstrieren, was bei dem Zusammenstoß der beiden alten Kontinente geschah. Für mich sieht das zwar mehr nach Backkunst aus als nach Geologie, aber Hazel ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Wie nennt sich diese Maschine, mit der Sie das Experiment durchführen? Quetschkiste. Sehr witzig. Na ja, ich nenne sie ebenso. Damit stellen Sie nach, was vor ca. 400 Millionen Jahren passiert ist? Ja, als die beiden Kontinente zusammenprallten und dieses horizontale Gestein in das hier über uns verformt wurde. Hier sind nur 2 Schichten, aber die stehen für die Hunderten von Schichten da oben. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir pressen. Sehen Sie, es bilden sich Berge. Die beiden riesigen Kontinente prallen aufeinander. Horizontales Sedimentgestein wird gefaltet und zusammengepresst und weit nach oben gedrückt. Nur, dass die Landschaft um mich herum wurde geformt von urzeitlichen Ozeanen, Vulkanausbrüchen und Eiszeiten. Doch die wahren Schätze Britanniens liegen hier in der Erde begraben. Kohle, Blei, ja sogar Zinn haben maßgeblich zur Entstehung des heutigen Britannien beigetragen. Doch besonders ein Mineral hier in der Erde hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ein Metall mit fast magischen Eigenschaften. Es wird nicht matt, es verblasst nicht und es ist nahezu unzerstörbar. Die Rede ist von Gold. Gold. Gold unter
Weltwirtschaft, krönt triumphale Erfolge und symbolisiert Reichtum und Luxus. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Preise vervierfacht und so ist Gold heute eins der wertvollsten Metalle der Erde. Überraschender ist hingegen Britanniens goldenes Vermächtnis. Von den alten Kelten, die ihren Göttern Opfergaben brachten, bis hin zu den Eheringen der heutigen Königsfamilie. In Britannien spielte Gold immer schon eine wichtige Rolle. Und es ist heute noch im Gestein von Schottland bis Devon und von Wales bis Nordirland zu finden. Britannien steht kurz vor einem neuen Goldrausch, also begebe ich mich auf Schatzsuche. Einmal quer durch das Land und in die Vergangenheit. Ich will herausfinden, wie das Gold hierher gelangt ist und wie es die Landschaft und Geschichte Britanniens weiter prägt. Die Frage lautet, wie gelangte dieses neu entstandene Element von einem sterbenden Stern als Edelmetall in britisches Felsgestein? Die Antwort liegt in der Geburt des Planeten Erde. Nach dem spektakulären Ende des vorzeitlichen Sterns wurden die ausgeworfenen Goldpartikel im Innern des neu gebildeten Erdgesteins eingeschlossen. Nach Jahrmillionen Entstehungsgeschichte war die neue Erde buchstäblich mit Gold gesprenkelt. Doch heute sitzt fast das gesamte Vorkommen tief im Erdkern eingeschlossen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über 99% allen Goldes der Erde, also Milliarden von Tonnen, weit außerhalb unserer Reichweite liegen. Was wirklich schade ist, denn kämen wir an dieses edle Metall ran, könnten wir die gesamte Erdoberfläche mit einer 40 cm dicken Goldschicht bedecken, was sicher ganz hübsch aussehen. In Wahrheit liegt das meiste jedoch so tief verborgen, dass wir nur einen winzigen Teil gewinnen könnten. Da frage ich mich, wie wir überhaupt welches finden wollen. Doch ehe ich mich auf die Suche nach Britanniens Gold begebe, um zu verstehen, wie es die Insel geprägt hat, muss ich zuerst mehr über die gigantischen geologischen Ereignisse erfahren, durch die sich die winzigen Goldpartikel in minenfähige Ablagerungen sammelten. Meine Reise beginnt im walisischen Snowdonia. In dieser kargen Landschaft, die sich über Jahrmillionen durch gewaltige Vulkanausbrüche formte, verbergen sich Hinweise darauf, woher das Gold Britanniens stammt. Mein erster Stopp ist der Dinorwig-Steinbruch im Norden von Wales. Ich suche dort aber nicht nach Gold, sondern danach. Ein Gestein, das die hiesige Landschaft geprägt hat. Schiefer wird in Wales manchmal auch graues Gold genannt. Für die hiesige Wirtschaft war er seit der Römerzeit von enormer Bedeutung. Entstanden ist das Gestein bei einem geologischen Ereignis, das vor Jahrmillionen die Erde erschüttern ließ. Die gigantischen Ausmaße dieses Ereignisses waren Auslöser für die Geburt Britanniens. Doch das Ereignis ließ nicht nur das heutige Britannien entstehen, es bildeten sich dabei auch viele unserer Goldvorräte. Damit ich mir eine Vorstellung von den Kräften machen kann, die damals am Werk waren, treffe ich die Geologin Hazel Pritchard von der Universität in Cardiff, deren ansteckender Enthusiasmus vielleicht gerade etwas mit ihr durchgeht. Denn Hazel zeigt mir kein Gold, sondern versteinerte Meerestiere, 450 Millionen Jahre alt. Die habe ich gerade gefunden. Das sind Graptoliten. Die stecken hier in diesem Schiefergestein? Ja, kleine Kolonien, die einmal in diesem Ast gelebt haben. Solche Graptoliten sind der Beweis, dass sich hier einst ein riesiger Ozean befand, der Iapetus. Der Schiefer war früher der schlammige Meeresboden, der durch den immensen Druck zu Stein wurde, als zwei Kontinente aufeinander prallten. Ist das nicht schön hier? Für mich ist es eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Und obwohl diese Gegend nicht viel mit den Goldgräberorten in Wales und Schottland zu tun hat, liegt in diesem Teil von Devon aufgrund der besonderen Geologie derart viel seltenes und schönes Gold, dass es wertvoller ist als sein Unzenwert. Und es stimmt wirklich. Dieses wunderschöne Federngold ist geformt wie Kristalle und damit eine der seltensten Goldformationen überhaupt. Stücke wie diese in unbearbeitetem Zustand haben hohen Sammlerwert und erzielen Preise von Tausenden von Pfund. Und wie auch die Küste von Devon verdankt dieses Gold seine Schönheit einer einmaligen Geologie. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, machte es der Mineraloge Sir Arthur Russell berühmt. Das Gold in Devon, wie auch in Wales. Die Methode, Gold mit Wasser zu fördern, war revolutionär und wurde über Jahrtausende beibehalten. Wasserminen, die mit Hochdruckdüsen arbeiteten, fachten im 19. Jahrhundert den Goldrausch in Kalifornien an. Noch heute wird in Großbritannien das Mineral Kaolinit mit Wasser gefördert.
10 Millionen Liter Wasser rauschten hier den Hügel hinunter. Das muss schon ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Doch als alles Gold aus den Quarzadern an der Oberfläche gewonnen war, hörten die Römer nicht etwa auf. Sie fingen an zu graben. Dieser Tunnel wurde einst von den Römern gebaut. Von unten sieht man, dass der Tunnel quadratisch ist. Vor über 2000 Jahren von Hand gegraben, zieht sich der Schacht bis hunderte Meter in den Berg hinein. An der Decke sieht man noch die 2000 Jahre alten Spuren der Minenarbeiter. Fantastische Arbeit. Doch der Eingang ist nichts im Vergleich dazu. Gigantisch. Hier war eine riesige Quarzkammer, die fast komplett von den Römern abgetragen wurde. Solche Kammern gibt es in der Gegend überall. Aber sie hatten doch keinen Sprengstoff. Wie haben sie die Steine rausgeschafft? Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt eine Brandtechnik, bei der Feuer an einem Felsen gelegt wird, bis der Stein glühend heiß ist. Dann wird er mit Wasser übergossen, wodurch er explosionsartig zersplittert. Das Eisenerz wurde entfernt und die Steine mithilfe von wasserbetriebenen Hämmern zerschlagen. Zum Schluss wurde das Gold herausgewaschen. Zu Barren geschmolzen finanzierten die Römer ihr immer größeres Reich, unter anderem mit dem Gold aus Wales. Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend es vor 2000 Jahren gewesen sein muss, das ganze Gold zu gewinnen, vor allem ohne moderne Maschinen oder Sprengstoff. Das sind ja Unmengen. Für eine Unze Gold hätten die Römer dieses ganze Gestein und wahrscheinlich noch mehr heraushauen müssen. Man schätzt, dass sie etwa 1,5 Tonnen Gold zutage förderten. Dafür hätten sie umgerechnet 5,5 Millionen dieser Container hier vollmachen müssen. Nach etwa 50 Jahren legen die Römer die Dolaucothi-Mine still und trotz eines kurzen, wieder aufgeflammten Goldrausches im 19. und 20. Jahrhundert hat hier keiner mehr so viel Gold gefunden wie damals.